Herzlich willkommen zu New World und unseren kleinen Anfängerguides, Infovideos und alles rund um New World. In dem Video, ihr habt schon am Thumbnail gesehen gehabt, sage ich euch meine persönliche Meinung und mein Fazit nach dieser Open Beta. Ich habe richtig hart reingespielt, das ganze Wochenende vom Freitag bis Sonntag. Ich glaube, ich habe über 15 Stunden, 20 Stunden reingebuttert, um euch einfach mal ein ganz kurzes Fazit über dieses neue New World zu geben. Bevor wir aber so richtig anfangen, schaut mal unten in die Videobeschreibung, da sind so ein, zwei Links für euch, vielleicht ist ja was für den einen oder anderen dabei, mich wird es unterstützen und auch sehr freuen. Und wenn euch doch das kleine Video hier gefällt, dann wisst ihr doch Bescheid, ein Däumchen ist ein Träumchen und dann gehen wir mal rein in mein kleines Fazit. Ich werde euch jetzt Gameplay immer im Hintergrund einspielen, sodass ihr einfach mal seht, was geht denn hier eigentlich ab. Wenn ihr wissen wollt, was genau alles neu, also an neuen Neuerungen reinkommt, was für mich persönlich wichtig ist, guckt mal in das andere Video rein, was ich einen Tag oder ein paar Tage vorher gebracht habe. Da habe ich alles, da bin ich explizit draufgegangen auf die Archetypen, auf den neuen Loot und so weiter und so fort. Guckt mal da rein, ist ein bisschen besser erklärt dann. Das wird jetzt einfach mal nur so ein bisschen vor mich hingeredet. Ihr wisst ja, wie so ein Fazitvideo läuft. Ich bin ganz ehrlich zu euch, für mich persönlich ist es ein 1.0 Release von New World oder New World Anternum, so wie ihr es beschimpfen wollt. Es wurde so schön gesagt gehabt und das übernehme ich auch gerne von den Kommentaren. Es war jetzt 2 bis 3 Jahre eine Beta. Sie haben sehr viel getestet, was sehr viel schiefgegangen ist, sind wir doch mal ehrlich. Und jetzt hauen sie New World 1.0 Full Release raus. So kann man das betiteln. Weil man muss dazu sagen, das Spiel, was ihr jetzt am 15. Oktober bekommt, ist nicht mehr das gleiche wie vorher. Ist meine persönliche Meinung. Klar hat man immer noch seine Anhaltspunkte da dran, ja, das sieht halt immer noch gleich aus und so weiter und so fort. Viel verändert sich ja nicht an so einen Sachen. Aber ich muss euch ehrlich sagen, sie gehen den richtigen Weg. Sei es für die Anfänger, was ganz wichtig ist, für die Anfänger ist es extrem gut gemacht mittlerweile, was man so in der Open Beta gespielt hat. Man wird sehr gut an die Hand genommen, gleich von Anfang an. Und man kommt besser, viel, 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 viel besser ins Spiel rein. Was man auch noch sagen kann dazu ist, alle feiern das Schwimmen. Wir können jetzt auch schwimmen. Das muss man halt einfach mal reinbringen. Ich feiere es jetzt halt nicht. Ist okay, wir können schwimmen, cool. Ist für mich jetzt kein Kriterium. Natürlich kann es jetzt auch sein, dass die PvPler unter euch jetzt immer noch nach einer neuen OPR-Map schreien. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, gibt es keine neue OPR-Map. Dafür kriegt ihr halt ein neues Open-PvP-Gebiet, wo sehr interessant werden kann. Wie lange das einen an der Stange hält, ist ein anderes Thema. Aber wenigstens da hätten sie da ein bisschen was reingebracht. Ja, eine neue Map für euch PvPler wäre natürlich schon gut, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Was ich ganz gut finde, ist der neue Lootpool, den sie da reingebracht haben, die sogenannten geheimnisvollen Items, wo euch praktisch den Lootpool verkleinern. Das ist sau gut gemacht. Das könnte richtig gut werden Richtung Endgame, wenn es denn im Endgame auch damit eingebaut wird. Ja, das ist dann das andere Thema, weil wie gesagt, wir konnten nur bis Level 30 spielen. So richtig Endgame haben wir halt nicht gesehen. Ist schade, aber auch irgendwo verständlich. Sie wollen noch nicht alles zeigen. Aber wie gesagt, dieses geheimnisvolle Item oder Items könnte interessant werden, weil wir eben, wir haben leichtes Schuhwerk an zum Beispiel und wir brauchen leichtes Schuhwerk, nur andere Perks drauf. Und wenn wir dieses geheimnisvolle Schuhwerk anklicken, bekommen wir auch nur leichte Rüstung und keine schwere und keine mittlere, die wir überhaupt nicht gebrauchen können. Und das ist richtig, richtig gut gemacht. Was natürlich auch interessant wird und ich habe es ein bisschen gefeiert, muss ich euch ehrlich sagen, und das sind die wiederholbaren Seelenprüfungen. Ihr habt richtig gehört, das sind wiederholbare Quests oder beziehungsweise kleine, also Seelenprüfungen, ne? Diese kleinen Dungeons, die ja mehr während der Story laufen, die machen sie jetzt als kleine tägliche rein. Das heißt, wir bekommen endlich eine ganz kleine Art von Dailies. Für mich ist es immer ganz wichtig, warum locke ich mich in ein MMO rein? Klar, ich möchte den Char hochleveln und so weiter und so fort. Aber wenn das alles mal abgeschlossen ist, die Story, man kennt die Story und so weiter und so fort. Was möchte man denn danach eigentlich noch machen? Warum lockt man sich als MMO-Spieler dann in dieses Game rein?
Und da unten, darunter ist natürlich auch die Dailies, die Weeklies und eure Berufe. Die Berufe waren schon immer gut, muss man ehrlich sagen. Jetzt mal abgesehen davon, dass man nicht immer alles gekriegt hat, aber ihr wisst, auf was ich hinaus möchte. Und jetzt bekommen wir so eine Art kleine Dailies. Die werden täglich rotieren, die Seelenprüfungen, und sie werden auch immer schwerer. Ja, das heißt, ihr habt da immer wieder was zu tun. Das heißt, für mich als MMO-Spieler, ich kann mich eine halbe oder eine Stunde am Tag einloggen, ich habe was zu tun und dann ist gut. Das ist jetzt nicht dieses Mega-Teil, wo ich sage, okay, hey, das reißt das Spiel raus, aber das ist ein guter Ansatz. Muss man ehrlich sagen. Es ist ein guter Ansatz und wir haben jetzt vielleicht, man weiß es ja nicht, für eine Stunde Content am Tag, wenn man nach der Story draußen ist und man sein Gear fast voll hat. Was dann passiert mit dem neuen Raid, der reinkommen wird, kann ich euch leider nicht viel darüber sagen, das kann ich nur lesen, weil in der Open Beta war der Raid noch nicht mit drin. Man hat nicht gesehen, was es für einer ist. Natürlich hat man aber dann gesehen die neuen Raubzüge, ja, dieser neue 10er Dungeon. Ist auch sehr interessant, das ganze Ding, muss man auch ehrlich sagen, weil man sich da praktisch in diesen Raubzügen, wenn man die Gruppe vollkriegt, und ich denke mal, die wird man vollkriegen, sein erstes kleines Endgear-Zeug holen kann. Ja, also 725er Gear, wenn ihr das DLC habt. Ist schon sehr interessant alles. Also man hat jetzt ein bisschen was zu tun. Man hat die normalen Expeditionen, man hat die Mutationsexpeditionen, die ja immer noch wichtig sind. Man hat die Raubzüge, man hat diesen komischen kleinen Raid mit dem Wurm, vielleicht dann auch noch den großen Raid, der dann kommen soll. Man hat die Seelenprüfung, die täglich rotieren, und man hat noch allgemein kleine Seelenprüfungen. Ein Außenpostensturm und 3 gegen 3 Arenen fürs PvP. Also man hat jetzt schon ein bisschen was zu tun, aber es ist immer noch nicht genug. Wie das sich jetzt alles im Endgame abspielt und ob man da wirklich Langzeit motiviert ist, sei es mal dahingestellt, das sehen wir erst, wenn es released wird, und ich halt ein bisschen später, weil wegen Thrones of Liberty. Es sind so viele Kleinigkeiten, wo sie geändert haben, wo ich sage, das kann ganz gut werden. Die zusammenhängende Story jetzt endlich, dass wir wirklich von Tutorial-Start an abgeholt werden mit dieser Story, mit den neuen Cutscenes. Dann gibt es eben Grace O'Malley zum Beispiel, die kleine Piratin, die hat jetzt ihre eigene kleine Questline bekommen, die, also nur kleine Spoiler halt. Was genau da drin passiert, das sage ich euch nicht. Das sollt ihr selber rausfinden. Genauso wie zum Beispiel der erste Kontakt mit den Erdkreaturen. Das hat jetzt auch Cutscenes bekommen. Wenn ihr jetzt in eine neue Stadt reinkommt, wie zum Beispiel Windkreis, Schwefelsandwüste oder, bekommen wir jetzt eine kleine Cutscene von der Stadt. Also mir wird nach oben gelüpft und dann kommt da so ein kleiner Rundgang. Also so von oben, ne? Wie die Stadt aussieht und alles. Es sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, ja, das wird jetzt zu einem MMO. Ich werde jetzt abgeholt, allein schon von der Story. Sie ist zusammenhängend. Nicht mehr so wie früher, wo wir sagen, okay, hey, ich muss jetzt dahin nach Windkreis, dann habe ich das Gebiet abgeschlossen, dann muss ich rüber nach Königsfels, weil mir da ein Teil der Story fehlt sonst. Meistens ist es aber so, man geht nach Immerfall, ja, macht da die Storyline und dann denkt man so, hey, warte mal, hier stimmt doch was nicht, hier fehlt doch ein Teil Story, da muss man zurück nach Königsfels, muss da nochmal die Story machen. Also ihr wisst, also man ist öfters mal rausgekommen aus der Story, weil die eben nicht übergreifend war. Haben sie jetzt geändert. Jetzt wird man von Punkt 1 abgeholt für diese Story und das ist gut so. Wie gesagt, viele neue Cutscenes, echt geil gemacht, sehr schön gemacht. Also von der Story her ist New World richtig, richtig, richtig gut geworden, muss man ehrlich so sagen. Kann schon fast konkurrieren mit der Story von Star Wars The Old Republic, weil die ist ja auch sehr gut. Ist ein sehr gutes Singleplayer-MMO-Game, Star Wars The Old Republic, und ich denke mal, dahin wird auch New World Anternum gehen, denke ich jetzt mal. Und jetzt habe ich noch, ich hätte noch vieles noch mehr zu reden, ne, und zu machen und zu tun, aber ich möchte nicht das Video so lang ziehen über irgendwelche Sachen. Kurzes Fazit ist dann eben im Endeffekt, die Knackpunkte sind, die Neuanfänger werden richtig gut abgeholt jetzt mittlerweile, das mit den neuen... Mit dem neuen Loot-Pool praktisch, mit dem geheimnisvollen Loot, das kann sehr interessant werden. Das mit den Seelenprüfungen und so weiter und so fort kann interessant werden mit den kleinen Dailies und. Ach ja, ich habe eins noch vergessen, wir haben keine Muni mehr. Ja, das heißt, wir müssen keine Pfeile mehr und keine Patronen mehr herstellen. Könnte auch gut tun, zwecks Ressourcen sammeln. Ja, also es sind sehr viele Kleinigkeiten, wo ich sage, hey, top, 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 top. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Trotzdem noch sehr viel Arbeit.
Jetzt kommen wir auch zu dem Negativen. Trotzdem noch sehr, sehr, sehr viel Arbeit hinter dem Game. Also sie müssen sich noch richtig ranklotzen. Also gefühlt ist der Bogen immer noch komplett OP. Also wirklich komplett OP. Dafür ist das Schwertschild, was ich so gerne spiele, sehr gut gebufft worden. Muss man ehrlich sagen. Also nach oben. Macht schon sehr Laune. Der kleinste Kritikpunkt ist eigentlich das D-Rex. Also sie haben ja praktisch D-Rex 12 implementiert. Ja, aber noch nicht richtig. Das ist noch nicht mal eine Beta, das ist einfach nur eine Alpha, ja, von diesem D-Rex 12. Es ist noch nicht mal ein DLLS drin, ja, für die Nvidia-Grafikkarten, sondern einfach nur ein FSR. Das war's. Ja, ich habe das getestet, es ist schon knackig ruckelig, ja. Also ich meine, ich muss dazu sagen, ich spiele 4K, aber trotzdem, es ist schon sehr knackig ruckelig. Ja, also da müssen sie definitiv noch rangehen, also wirklich noch rangehen und arbeiten dran, weil das ist, wie gesagt, das ist noch eine Alpha. Das wird auch zu Release nicht besser werden. Weil dafür müssen sie zu viel machen. Performance-technisch gesehen, nochmal kurz was Positives. Performance-technisch gesehen ist richtig gut geworden, muss man ehrlich sagen. Hat aber auch was mit der Grafik zu tun. Ich bin jetzt ganz ehrlich zu euch, für mich persönlich ist die Grafik ein Ticken runder geworden. Also nicht mehr so schön eckig und so düster, wie New World einfach mal war. Die Grafik war ja sehr gut, sie ist immer noch sehr gut. Aber ich vergleiche das immer so ein bisschen, gerade von den Gesichtsformen her, wie Fortnite. Also sehr rund im Gesicht und alles, ne? Das vergleiche ich da so ein bisschen damit. Aber man muss ja dazu sagen, sie müssten es ja auch ein bisschen runterskalieren und machen und tun, allein schon wegen der Consoleros da draußen, ne? Wegen den Konsolenspielern. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Der eine mag es, der andere nicht, man gewöhnt sich aber dran. Bitter ist halt nur, dass wir nur bis Level 30 spielen konnten. Das fand ich jetzt keinen geilen Move. Geiler hätte ich es gefunden, wenn man wenigstens noch ein bisschen End-Content gesehen hätte. Wie es da abgeht so ein bisschen, aber naja. Das sei jetzt mal dahingestellt, da können wir jetzt spekulieren, machen und tun. Im Großen und Ganzen bin ich sehr positiv überrascht von New World Anternum. Hätte ich nicht gedacht, dass sie nochmal so heftig eine Kurve reinballern. Und ich bin sehr positiv überrascht. Was das in Zukunft bringen wird, weiß ich nicht. Kann gut möglich sein, dass sie einen richtigen Hype nochmal haben und dann ist es aber wieder Feierabend. Ja, weil einfach zu viel Kredit verspielt worden ist bei den Spielern. Kann passieren. Meiner Meinung nach, es wird ein Nischengame bleiben und es wird ein Storygame werden. Das ist mein Call an euch oder beziehungsweise meine Ansage. Weil ich glaube nicht, dass das irgendwie nur ansatzweise irgendwie mit ESO, Final Fantasy oder WoW noch konkurrieren kann. Gut, ne, WoW nehmen wir mal raus. Aber einfach mit denen konkurrieren kann, glaube ich nicht mehr. Wenn ihr ein geiles Storygame haben wollt, ich glaube, darauf wollen sie gehen. Alles andere müssen sie richtig, richtig heftigen Content jetzt die nächsten halbe, dreiviertel Jahr ballern, damit da noch irgendwas sich ändert. Mit abgesehen davon, dass jetzt auch noch Thrones of Liberty vor der Tür steht. Ne? Thrones of, sage ich immer, ne? Thrones and Liberty. So. Also trotzdem im Großen und Ganzen positives Fazit. Spielt es ruhig nochmal, wenn ihr es schon habt, plus DLC, wenn ihr beide Spiele habt oder nur das Grundspiel, spielt es auf jeden Fall nochmal. Es lohnt sich definitiv. Alles andere müsst ihr dann selber entscheiden, ob ihr jetzt dann neu anfangen möchtet, ob ihr mit den alten Chars spielen möchtet oder. Es lohnt sich auf jeden Fall nochmal reinzugucken. Und ja. Und für alle anderen lohnt sich es definitiv für die Consoleros sowieso. Muss man nicht drüber diskutieren. New World ist ein arschgeiles MMO. Nur der Endcontent, da hapert es ein bisschen. Finde ich. Und alles andere, jetzt mit diesen ganzen Bugs und alles, lassen wir jetzt mal alles außen vor. Da geht es jetzt einfach nur mal rein ums Spiel, ob das überhaupt für jemanden irgendwas ist. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Jetzt habe ich wieder um den heißen Brei geredet, wie immer. Aber so Fazitvideos sind halt immer so ein bisschen, ne? So ein bisschen schwierig, weil das ist sehr viel eigene persönliche Meinung, ne? Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, wisst ihr ja Bescheid. Ein Däumchen ist ein Träumchen. Schreibt mir unten fleißig in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Wenn ihr die Open Beta gespielt habt. Und ich bin gespannt darauf und lasst uns normal darüber diskutieren, bitte. Muss man immer dazu sagen. Ne? Weil New World ist da sehr speziell da drin. Da ist sehr viel Frust dabei. Sind wir mal ehrlich. Bei mir auch. Nur gut. Dann hoffe ich, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in den nächsten New World Videos oder Thrones and Liberty Videos wieder. Bis dahin. Tschö mit Ö.